Riad, Saudi-Arabien, 20. Mai 2017. US-Präsident Donald Trump unterzeichnet einen milliardenschweren Waffendeal mit Saudi-Arabien. Es handele sich um eine Absichtserklärung über Geschäfte in Höhe von 110 Milliarden Dollar, die sofort in Kraft treten soll, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses. Innerhalb der kommenden 10 Jahre sei geplant, dass Saudi-Arabien für rund 350 Milliarden Dollar Rüstungsgüter aus den USA kaufe. Dies stelle den größten Waffendeal zwischen den beiden Ländern dar. Präsident Trump sagt in Riad wörtlich, das war ein riesiger Tag, riesige Investitionen in die Vereinigten Staaten, hunderte Milliarden Dollar Investitionen in die USA, Jobs, Jobs, Jobs. Katar, 15. Juni 2017. Verteidigungsminister James Mattis unterzeichnet mit seinem katarischen Kollegen eine Vereinbarung, nach der die USA 36 Kampfflugzeuge vom Typ F-15 im Wert von 12 Milliarden Dollar an Riads neuen Erzfeind Katar liefern. Diese Vereinbarung wird bezeichnenderweise zu einem Zeitpunkt abgeschlossen, nachdem zuvor Anfang Juni Saudi-Arabien und andere arabische Staaten ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und das Land isoliert hatten. Trump lobte damals den Boykott Katars auf Twitter. Es sei gut zu sehen, dass sich sein Besuch in Saudi-Arabien bereits ausgezahlt habe. Klagemauer TV berichtete in der Sendung Gründe für die Isolation Katars, wem nützt sie? Doch wie passt das zusammen, dass die US-Regierung gleichzeitig mit Saudi-Arabien und mit dessen Erzfeind Katar Rüstungsdeals in Milliardenhöhe abschließt? Dafür gibt es eine einfache Erklärung, die bereits Dwight D. Eisenhower, US-General während des Zweiten Weltkriegs und Präsident der Vereinigten Staaten von 1953 bis 1961, bei seiner Abschiedsrede im Januar 1961 gab. Eisenhower warnte nämlich, dass sich ein immenses militärisches Establishment und eine ausgedehnte Rüstungsindustrie als eine verborgene Kraft in der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika herausgebildet haben und die Amerikaner nicht versäumen dürfen, deren schwerwiegende Auswirkungen zu erkennen. Jonathan Turley, Professor für öffentliches Recht an der George Washington Universität, nannte diese Rede Eisenhowers mutigster und prophetischster Moment. Gut 50 Jahre später finden sich die Amerikaner in dem wieder, was wie ein endloser Krieg aussehe, beispielsweise im Irak, Afghanistan oder Syrien. Während dieser endlose Krieg ebenso endlose Verluste für Familien mit sich bringe, stehe er andererseits aber auch für endlose Profite, nämlich Profite für ein neues Zweckbündnis aus Politik, Militär und Industrie, so Professor Turley. Im Folgenden soll nun dieses politisch-militärisch-industrielle Zweckbündnis etwas genauer betrachtet werden, das sich als die treibende Kraft hinter der US-Außenpolitik erweist und sich als roter Faden beinahe nahtlos durch die Amtsperioden aller US-Präsidenten zieht. Laut Professor Turley werde das politisch-militärisch-industrielle Zweckbündnis von einem verschwommenen und unsichtbaren Feind angetrieben, dem Terrorismus. Der ehemalige Präsident George W. Bush habe darauf bestanden, gegen Terrorismus gerichtete Maßnahmen als Krieg zu bezeichnen. Die österreichische Tageszeitung Die Presse titelte am 6. August 2007 US-Rüstungsindustrie – das große Geld mit dem Krieg. In der Printausgabe hieß es wörtlich: Die Rüstungsindustrie in den USA blüht und gedeiht wie nicht mehr seit den eisigsten Tagen des Kalten Krieges. Nicht nur wegen der Kriege in Irak und Afghanistan, die zu führen die USA bisher 742 Milliarden Dollar gekostet hat, sondern wegen der generellen Spendierfreudigkeit der US-Administration, wenn es um den Schutz der Heimat nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und um die Unterstützung von Alliierten geht. Winslow Wheeler vom Zentrum für Verteidigungsinformationen in Washington sagte 2007: Die Kriege und die Angst vor neuen Anschlägen sind der Motor für unsere Wirtschaft. Frieden könnte sich die USA gar nicht leisten. Professor Turley schrieb 2014, es gebe tausende Lobbyisten in Washington, um die ständig steigenden Budgets für Krieg und Heimatlandsicherheit zu gewährleisten.
Der deutsche Experte für internationale Politik, Professor Günther Meyer, sagte am 21. Oktober 2016 in einem Interview mit dem Schweizer Tagesanzeiger, dass die US-Rüstungsindustrie zu den Hauptgeldgebern der Denkfabrik Zentrum für eine neue amerikanische Sicherheit gehöre. Diese setze sich wiederum für eine effizientere militärische Interventionspolitik und eine Stärkung der Rüstungsindustrie sowie gegen eine Kürzung des Verteidigungsbudgets ein. Obwohl die USA im Jahr 2016 bereits 611 Milliarden US-Dollar in Rüstungsausgaben investieren, was weit mehr ist als das, was die 8 nachfolgenden Länder zusammen für ihre Rüstung ausgeben, will Präsident Trump das Budget des US-Verteidigungsministeriums um mehr als 50 Milliarden Dollar erhöhen. Auch der neueste Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI über den weltweiten Handel mit Rüstungsgütern spricht eine deutliche Sprache. Das SIPRI wurde in Form einer Stiftung durch die schwedische Regierung gegründet. Laut dem Bericht bauen die USA in den vergangenen Jahren ihren weltweiten Marktanteil von 29% auf 33% aus. In der Rangliste der größten Rüstungsunternehmen der Welt sind 7 US-Konzerne unter den ersten 10 und gut 40 unter den ersten 100 vertreten. Allein die 2 erstplatzierten US-Firmen, Lockheed Martin Corporation und Boeing, hatten im Jahr 2015 für rund 65 Milliarden US-Dollar Waffen verkauft. Etwa gleich viel wie die Rüstungskonzerne der 6 nachfolgenden europäischen Länder zusammen. All diese Zahlen und Fakten geben eine Erklärung für die treibende Kraft hinter der US-Außenpolitik und für viele Handlungen von US-Präsidenten. Den US-Strategen aus Politik, Finanzwelt, Rüstungsindustrie und Militär geht es offensichtlich weder um Demokratisierung noch Menschenrechte, weder um Völkerverständigung noch Weltfrieden, wie es durch die Medien permanent proklamiert wird, sondern darum, Völker gegeneinander auszuspielen und Kriege in Gang zu halten. Einerseits dient dies der wirtschaftlichen Vorherrschaft der USA, andererseits kann sich die US-Regierung auf diesem Weg als Retter aufspielen und dabei eigene machtstrategische Interessen durchsetzen, wie in unserem Lehrfilm »Wie funktionieren moderne Kriege?« dargelegt wird. Wir haben andere außenpolitische Interessen. Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Weil vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse galt, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. Wie funktionieren moderne Kriege? Erstens, destabilisieren. Der Angreifer schürt Unruheherde im Lande seines Zielobjekts. Er destabilisiert das Land seines Zielobjekts bis hin zu Bürgerkriegen. Zweitens, wie tut er das? Er nimmt zuerst einmal Kontakt zu allen unzufriedenen und gewaltbereiten Gruppierungen, Rebellen, Lohnterroristen, im Lande seines Zielobjektes auf. Ihm spielt es dabei keine Rolle, ob diese gewaltbereiten Rebellen sich aus Fußballfans, religiösen Fanatikern, links, rechts oder sonst wie Extremen zusammensetzen. Nur gewaltbereit, kaltblütig und loyal müssen sie sein. Der Angreifer stellt jede dieser Gruppen eine besondere Zukunft mit Mitspracherecht und vielen Vorteilen vor Augen. So kämpft jeder Motivierte, egal wodurch, für die Durchsetzung seiner eigenen individuellen Ziele. Jede sich auf diesen Weg heranbildende terroristische Einheit akzeptiert vorübergehend auch völlig anders geartete Gruppierungen. Jede Gruppe sieht in der gemeinsamen Stoßkraft vorerst einmal nur Vorteile. Das Motto: Synergie über alles. Gemeinsam schlagen, getrennt marschieren. Der Angreifer bildet also bunt zusammengewürfelte Terrorgruppen heran. Mag sich eine extreme Rebellengruppe gar nicht mit Andersgesinnten vermengen, so spielt das dem Angreifer auch keine Rolle. Er setzt sie separat für besonders auserwählte Ziele ein. So zum Beispiel für Selbstmordattentate und so weiter. Drittens, Ausrüstung und Finanzierung. Über Söldner seines eigenen,
oder auch eines fremden Landes bildet er die zuvor gesammelten Rebellengruppen zu Terrorgruppen aus. Dies tut er, wenn möglich, außerhalb des Landes seines Zielobjektes. Er errichtet dazu geheime Ausbildungslager, möglichst nahe seinem Zielort. Wenn dies nicht geht, fliegt er sie auch von überall her ein. Er liefert den Rebellen Waffen und Munition in beliebiger Menge und er gibt ihnen Lohn für den Kampf. Viertens, der Angriff. Der ausländische Angreifer setzt nun seinen Schlachtplan gezielt in die Praxis um. Je nach Strategie greift er auch ganz gezielt zivile Personen und Einrichtungen an. Sein Ziel ist eine möglichst große Aufmerksamkeit der Völker und der Schrei nach Hilfsmaßnahmen von außen. Im Mittelpunkt der Pressemitteilung steht jetzt natürlich nicht der alles organisierende Angreifer, sondern entweder die schlechte Regierung des zu stürzenden Landes oder je nach Bedarf die Rebellen, sprich die terroristischen Einheiten. Fünftens. Die Ziele des wahren Angreifers sind immer dieselben. Möglichst große Schwächung des Zielobjektes von innen her. Gezielte Schuldzuweisungen an das Zielobjekt. Möglichst große Verwirrung und Ohnmacht der Völker. Möglichst großes Verständnis für einen militärischen Hilfseinsatz von außen her. Umsturz und Beseitigung der Zielregierung. Einsetzung einer neuen Regierung aus den Kreisen der gutartig erklärten Rebellen. Rückzug der Truppen, um das Land sich selber zu überlassen, auf das es ins totale Chaos stürzt. Erneutes radikales Eingreifen zur Beseitigung aller, die zuvor als Helden angesehen waren, nun aber nur noch Terroristen genannt werden. Übernahme des Landes bzw. deren Ressourcen. Reparationszahlungen nach Belieben. Sechstens. Sich als Retter feiern lassen. Siebtens, dieselbe Übung im Großen. Was der Angreifer mit zusammengewürfelten Rebellentruppen in einzelnen Ländern getan hat, das tut er nun im großen Stil. Ganze Länder sind jetzt seine erwählten Rebellentruppen. Mit diesen umzingelt er seine größten Rivalen, die er alleine niemals schlagen könnte. Zuvor schürt er Provokationen, die er gezielt seinen größten Rivalen in die Schuhe schiebt. Er bringt seine erwählten Rebellenländer dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seinen größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind, der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen. Achtens. Wer sind die großen Verlierer? Alle, die sich von diesem hinterhältigen Angreifer und Kriegstreiber betören und gebrauchen ließen. Mein Name ist Nick Brand und ich bin der Direktor der gemeinsamen Programme bei The Chicago Council on Global Affairs. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich nutze diese Möglichkeit für die Begrüßung von George Friedman hier bei Chicago Council. Ich denke, er ist zum ersten Mal hier. Danke, dass Sie bei uns sind. Kein Ort kann auf Dauer friedlich bleiben, auch die USA nicht. Ich meine, wir werden stets von Kriegen begleitet. Europa wird, wie ich vermute, zwar nicht zu den großen Kriegen zurückkehren, aber es wird wieder zum menschlichen Normalfall zurückkehren. Es wird seine Kriege haben, seine Friedenszeiten und es wird seine Leben verlieren.
Es wird keine 100 Millionen Tote geben wie im letzten Krieg, aber die Idee von der europäischen Auserwähltheit, wie ich denke, wird dazu beitragen. Es wird Konflikte in Europa geben. Es gab schon Konflikte in Jugoslawien und jetzt auch in der Ukraine. Europas Beziehungen mit den Vereinigten Staaten. Wir haben keine Beziehungen mit Europa. Wir haben Beziehungen mit Rumänien, mit Frankreich, aber es gibt kein Europa, mit dem die USA Beziehungen hätte. Yes, the gentleman in the fourth row over here. Ist der islamistische Extremismus die Hauptbedrohung für die Vereinigten Staaten und wird er absterben oder wird er auch weiterhin fortbestehen? Er ist ein Problem für die Vereinigten Staaten, aber keine existenzielle Bedrohung. Man muss sich damit angemessen befassen. Wir haben andere außenpolitische Interessen. Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Weil vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse galt, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. Wenn Sie Ukrainer sind, werden Sie Ausschau danach halten, wer Ihnen als Einziger helfen kann. Und das sind die Vereinigten Staaten. Letzte Woche oder etwa vor 10 Tagen war der Oberbefehlshaber der amerikanischen Bodentruppen in Europa, General Ben Hodges, zu Besuch in der Ukraine. Er kündigte dort an, dass die US-Militärberater in die Ukraine demnächst offiziell kommen sollen. Eigentlich hat er dort Medaillen an ukrainische Kämpfer verteilt, obwohl das US-militärische Protokoll verbietet, dass Medaillen an Ausländer verliehen werden. Doch er tat das, weil er damit zeigen wollte, dass die ukrainische Armee seine Armee ist. Dann ging er. Nun liefern die Vereinigten Staaten den baltischen Staaten Waffen, Artillerie und andere Militärausrüstung. Den baltischen Staaten, Rumänien, Polen und Bulgarien, das ist ein sehr interessanter Punkt. Gestern haben die Vereinigten Staaten angekündigt, dass sie vorhaben, Waffen in die Ukraine zu liefern. Das wurde dementiert, aber sie tun das. Die Waffen werden geliefert. Und bei all diesen Handlungen agieren die USA außerhalb der NATO. Denn NATO-Entscheidungen müssen von allen NATO-Mitgliedern einstimmig getroffen werden. Der Punkt bei der ganzen Sache ist, dass die USA einen Cordon sanitaire, einen Sicherheitsgürtel um Russland herum aufbauen, und Russland weiß das. Russland glaubt, dass die USA beabsichtige, die Russische Föderation zu zerschlagen. Ich denke, wir wollen sie nicht töten, sondern nur etwas verletzen bzw. Schaden hinzufügen. Jedenfalls sind wir jetzt zurück im alten Spiel. Und wenn Sie einen Polen, Ungarn oder Rumänen fragen, sie leben in einer ganz anderen Welt als die Deutschen und die Deutschen leben in einer ganz anderen Welt als die Spanier, also es herrscht Uneinigkeit in Europa. Aber was die Ukrainer bevorzugen werden, das werde ich Ihnen genau sagen. Sie werden versuchen, die USA in ihr Land zu holen. Die Vereinigten Staaten aus ihrem fundamentalen Interesse kontrollieren alle Ozeane der Welt. Keine Macht hat das jemals getan. Aus diesem Grunde marschieren wir in die Völker dieser Welt ein und sie können nichts dagegen tun. Das ist eine sehr schöne Sache. Die Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Ozeane und im Weltall begründet unsere Macht. Der beste Weg, eine feindliche Flotte zu besiegen, ist zu verhindern, dass diese errichtet wird. Der Weg, den die Briten gegangen sind, um sicherzustellen, dass keine europäische Macht die Flotte bauen konnte, ist, dass die Europäer einander bekämpften. Die Politik, die ich empfehlen würde, ist die, die Ronald Reagan angewandt hat im Iran und im Irak. Er unterstützte beide Kriegsseiten, sodass sie gegeneinander kämpften und nicht gegen uns. Es war zynisch, es war nicht moralisch vertretbar, aber es funktionierte. Und das ist der Punkt. Die Vereinigten Staaten sind nicht in der Lage, ganz Eurasien zu okkupieren. In dem Moment, wo unsere Stiefel den dortigen Boden berühren, sind wir demografisch zahlenmäßig unterlegen. Wir können eine Armee zerschlagen, aber wir sind nicht in der Lage, den Irak zu besetzen.
Schon die Idee, dass 130.000 US-Soldaten ein Land mit 25 Millionen Menschen okkupieren. Das Verhältnis zwischen der Anzahl der Polizisten und der Einwohner in New York ist größer als das Verhältnis von US-Soldaten und der irakischen Bevölkerung war. Also wir sind nicht in der Lage, überall militärisch zu intervenieren, aber wir sind in der Lage, erstens die gegeneinander kämpfenden Mächte zu unterstützen, damit sie sich auf sich selbst konzentrieren können, sie zu unterstützen. Politisch, finanziell, militärisch, Waffen liefern und die US-Berater aussenden. Und in außerordentlichen Fällen, wie wir in Japan vorgegangen sind, nein, in Vietnam, Irak und Afghanistan, mit Präventivschlägen intervenieren. Die Taktik der Präventivschläge beabsichtigt nicht, den Feind zu besiegen, sondern sie verfolgt das Ziel, den Feind aus der Balance zu bringen. Das versuchten wir in jedem Krieg, wie zum Beispiel in Afghanistan, wo wir Al-Qaida aus der Balance brachten. Das Problem, was wir haben, seit wir so jung und dumm sind, ist, dass wir die Feinde aus der Balance bringen. Anstatt zu sagen, wir haben den Job gut gemacht, lasst uns nach Hause gehen, sagen wir, Mann, das war aber leicht. Lasst uns hier noch eine Demokratie aufrichten. Das war der Moment unserer Geistesschwäche, von der wir befallen wurden. Deswegen, die Antwort darauf lautet, die USA können nicht überall in Eurasien militärisch intervenieren. Man muss selektiv intervenieren und möglichst selten. Eine militärische Intervention stellt für uns einen Sonderfall dar, die letzte Möglichkeit. Wir können nicht im ersten Schritt schon US-Truppen aussenden. Aber wenn wir die Truppen schicken, dann, und das haben wir schon aus Erfahrung klar verstanden, muss die Intervention eingeschränkt erfolgen und nicht gigantische Ausmaße erreichen. Hoffentlich haben wir es dieses Mal verstanden, denn gewöhnlich dauert es eine Weile, wenn Kinder im Unterricht lernen. Aber Sie haben absolut recht. Wir als ein Imperium können das nicht tun. Die Briten damals haben Indien nicht okkupiert. Sie haben einfach die einzelnen Staaten Indiens genommen und ließen sie gegeneinander kämpfen. Sie haben die britischen Offiziere bei der indischen Armee installiert. Die alten Römer haben auch keine Truppen in entlegene Regionen außerhalb des römischen Imperiums entsandt, sondern sie haben pro-römische Könige dort eingesetzt. Diese Könige regierten für das römische Imperium in anderen Ländern und sie waren verantwortlich für die Aufrechterhaltung des pro-römischen Friedens an den Grenzen des Imperiums. So war es zum Beispiel auch bei dem Partherreich. Also Imperien, die versuchen, direkt in okkupierten Gebieten zu regieren, solche Imperien scheitern, wie es zum Beispiel mit dem Nazi-Imperium der Fall war. Denn niemand hat so viel Macht, um direkt zu regieren. Da muss man schon clever vorgehen. Wie auch immer, das ist nicht unser Problem. Es bedeutet eigentlich, dass wir ein Imperium als solches sind. Wir sollten aber deswegen nicht denken, dass wir uns entspannen könnten, nach Hause gehen und uns über nichts Sorgen machen. Wir sind erst etwa im dritten Kapitel des Buches. Nächste Frage, bitte. Yes, the gentleman right here in the fourth row. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die europäische Währung Euro nicht überleben wird? Die Frage, die jetzt für die Russen auf dem Tisch ist, ist, ob man die Ukraine als eine Pufferzone zwischen Russland und dem Westen haben will, die wenigstens neutral bleiben wird. Oder wird der Westen in die Ukraine so weit vordringen, dass er nur 100 Kilometer von Stalingrad und 500 Kilometer von Moskau entfernt sein wird? Für Russland stellt der Status der Ukraine eine existenzielle Frage dar. Und die Russen können bei dieser Frage nicht einfach so weggehen und loslassen. Für die USA gilt, wenn Russland sich weiter an die Ukraine hängt, werden wir Russland stoppen. Dafür wurden Maßnahmen unternommen, für die General Hodges eingesetzt wurde, um dafür beschuldigt zu werden. Es geht um die Präpositionierung von Truppen in Rumänien, Bulgarien, Polen und die baltischen Staaten. Das Intermarium, das Territorium zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee, wovon Pilsudski träumte. Das ist die Lösung für die USA.
Und die Sache, worauf wir keine Antwort parat haben, ist die Frage, was wird Deutschland in dieser Situation unternehmen? Die reale, unbekannte Variable in Europa sind die Deutschen, wenn die USA diesen Sicherheitsgürtel aufbauen, nicht in der Ukraine, sondern zu dem Westen, und der Einfluss der Russen in der Ukraine wird schwinden. Wir wissen nicht, wie die deutsche Haltung ausfallen wird. Deutschland ist in einer sehr eigenartigen Lage. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ist im Aufsichtsrat von Gazprom. Die Deutschen haben ein sehr komplexes Verhältnis zu den Russen. Sie wissen aber selbst nicht, was sie tun sollen. Sie müssen ihre Waren exportieren, die Russen können ihnen die Waren abnehmen. Andererseits verlieren sie ihre Freihandelszone, die sie brauchen, um andere Sachen aufzubauen. Die Hauptbefürchtung der USA ist, dass deutsches Kapital und deutsche Technologien mit russischen Rohstoffressourcen und russischer Arbeitskraft sich zu einer einzigartigen Kombination verbinden, die die USA seit einem Jahrhundert zu verhindern versuchen. Also, wie kann man erreichen, dass diese deutsch-russische Kombination verhindert wird? Die USA sind bereit, die Karten auf den Tisch zu legen. Es ist die Linie zwischen dem Baltikum und dem Schwarzen Meer. Seitens Russland waren die Karten bisher immer schon auf dem Tisch. Für sie ist entscheidend, dass die Ukraine ein neutrales Land wird, kein prowestliches. Weißrussland ist hier eine andere Angelegenheit. Nun, wer mir eine Antwort darauf geben kann, was die Deutschen in dieser Situation tun werden, der kann mir auch sagen, wie die nächsten 20 Jahre Geschichte aussehen werden. Aber unglücklicherweise müssen die Deutschen immer wieder diese Entscheidung treffen. Und das ist das ewige Problem Deutschlands. Deutschland ist wirtschaftlich enorm mächtig, aber gleichzeitig geopolitisch sehr zerbrechlich. Sie wissen niemals, wo und wie sie ihre Exporte verkaufen können. Seit 1871 war das immer die deutsche Frage und die Frage Europas. Denken Sie über die deutsche Frage nach, welche jetzt wieder mal aufkommt. Das ist die nächste Frage, die wir stellen müssen. Was wir aber nicht tun, weil wir nicht wissen, was die Deutschen tun werden. Ganz herzlichen Dank, George Friedman, und einen herzlichen Dank auch an den Chicago Club für Co-Sponsoring dieses Abends. Einen guten Abend.